Hallo, Fans des VfL Wolfsburg, willkommen auf dem Kanal, wo Fans immer informiert sind. Abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie über die Neuigkeiten auf dem Laufenden. Die Zeichen stehen auf Abschied. Aster Franks wird den VfL Wolfsburg aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Sommer verlassen. Doch noch will der VfL Wolfsburg laut Medienberichten nicht aufgeben. Aster Franks gilt in Wolfsburg als Wechselkandidat. Der Vertrag des 21-jährigen Belgiers endet im kommenden Sommer 2025. Dann wäre Aster Franks ablösefrei. Damit dies nicht passiert, muss Aster Franks seinen Vertrag in Wolfsburg entweder verlängern oder verkauft werden. Seit längerem ist bekannt, dass Aster Franks den VfL Wolfsburg gerne verlassen würde und an einer Vertragsverlängerung nicht interessiert ist, und so sieht alles nach einer Trennung in diesem Sommer aus. Die AC Florenz gehört weiterhin zu den Bewerbern um einen Transfer von Aster Franks. Wie Sky berichtet, würden die Italiener auf eine Unterschrift drängen. Am Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg scheint es zumindest nicht zu scheitern, Florenz und Franks sollen mündlich schon übereingekommen sein. Wolfsburg, wo der 21-jährige Belgier nur noch bis nächsten Sommer unter Vertrag steht, weist laut Sky momentan aber alle Angebote zurück. Die Niedersachsen möchten zuerst mit Franks, der nach seiner EM-Teilnahme, ohne Einsatz, noch Urlaub hat, über eine mögliche Verlängerung reden. AC Florenz soll sich mit Franks bereits einig sein. Verschiedene Medien, unter anderem Sky, berichten darüber, dass sich der AC Florenz bereits mündlich mit Aster Franks über einen Wechsel geeinigt habe. Doch noch soll sich der VfL Wolfsburg querstellen. Transfer-Experte Florian Plettenberg schreibt auf X, Wolfsburg lehnt aktuell alle Offerten ab, weil sie zuerst mit dem belgischen Nationalspieler sprechen wollen. Dies macht auch Sinn, weil beim Wolfsburg mit Peter Christiansen ein neuer Geschäftsführer im Amt ist, der sich mit Aster Franks über dessen Wünsche und Pläne noch gar nicht austauschen konnte. Die Fans des VfL Wolfsburg teilen die Neuigkeiten mit und ich werde bald mit weiteren Neuigkeiten aus Wolfsburg zurück sein.